Oh, hallo. Willkommen beim finalen Vlog. Ich wünsche euch sehr viel Spaß. Nicht wirklich. Ganz anders. Oh, nee. Oh, jetzt kommt's, denke ich. Sitz. Alle Bild, ey. Der hat mir irgendwas auf die Stirn gemalt. Ich bin froh, froh. Wo sind denn hier die ganzen Schuhe hin? Wo sind die ganzen Schuhe wohl hin? Ich hab jemand festgeschlafen. Steht da ein Herzchen? Ist das ein Herzchen? Ja, ich glaube, der Uli hat mich eingeladen. Hier, Nina, also, du musst ein Lars bemalen, dann können wir auch schön behaupten, das hätte ein Mädchen gemalt. Semmel! Uli, du und dein Lockenstab. Sind die Schuhe etwa hier? Ich bin immer noch dafür, dass die es suchen. Ne? Na, sind die Schuhe etwa hier? Nee. Na, sind die Schuhe etwa hier? Ja! Oh Gott! Ach du Scheiße! Liegt ja alles kurz und klar! Was macht man da? Gleich da reingehen! Danke! Reingehen! Mein Schuh! Genau, lass die zwei mal schön die Schuhe raus und dann weiß man nachher, wer es war. Anton, das geht nicht ab, Alter. Was stimmt denn mit den Menschen hier nicht? Schuh. Was stimmt denn mit den Menschen hier nicht? Wo sind denn meine Schuhe? Anton, du kannst beweisen, das ist der. Dass da der Julian dabei war. Warum? Das weiß jeder. Ja, warum wisst ihr das denn alle? Ich war nicht dabei. Ich habe im Bett gelegen und geschlafen. Weil wir Katzenmaske gesehen haben und ich das Licht angemacht habe und ich den Julian rausgehen halt. Was denn für eine Katzenmaske? Und ich habe den Olaf unter meinem Bett stehen sehen, weil es Licht gibt. Du kannst den Olaf unter deinem Bett. Du kannst den Olaf unter deinem Bett ja gar nicht sehen. Du liegst ja in deinem Bett, gehe ich mal von aus. Nein, ich habe nicht runtergeguckt, weil ich alles auch gehört habe. Das gibt's hier wohl nicht. Alter, alles Idioten. Was sind denn die Schuhe? Da. Wo? Der Gang Strackfurt. Was? Ja. Wer hat sie gefunden? Wir gerade zufällig. Uli, da liegen die Schuhkreuze quer. Ich hab das Desaster schon gesehen. Das ist ein Elend. Und das in der draußen liegen. Ja. Ach nicht so, der Uli liebt doch nasse Füße. Ich liebe nasse Füße. Ich liebe nasse Füße. Sie, die Kinder haben das Elend entdeckt. Was ist denn hier passiert? Das war's, mein Vater! Mach die Kamera weg. Ganz im Gegenteil. Julia! Hä? Du warst das! Ich war das überhaupt nicht, woher willst du denn das wissen? Ihr könnt das alle beweisen, dass Julian es war! Ich hab den Chris gesehen, ich hab noch am Chris getreten, weil der mich hier angemalt hat. Kam der Lars und hat meinen Arm festgehalten und hat mich hier überall angemalt. Also Julian, wer würde dann so etwas tun hier? Das gibt's ja überhaupt nicht. Das kann eigentlich nur der Uli gewesen sein. Ja, wirklich. Du scheiß Kuhschubser. Da hat einer Mäusecode reingearbeitet oder die Maus selbst hat reingekackt. Guck mal, das stinkt richtig. Wo waren der überhaupt drin? Ja, der war da in den Schraubstock eingespannt. Der schraubt dann da seinen Schuh. Das warst du. Was? Das totes, gegrilltes Schwein. Nina, kannst du noch mal sagen, was du gemacht hast? Dann haben die sich gedacht, oh, dann wird ich hab die Bettel von den Kindern aus dem Fenster geschmissen. Wieso? Weil die uns mit ganz lauter Musik geweckt haben und uns mit Sitzwürfeln geschmissen haben. Geil. Leider hat's geregnet. Ja, Mann. Suppenkeller! Suppenkelle?
Hammer? Hammer, keine Suppenkelle. Kein Suppenhammerkelle? Vielleicht. Uli, haben wir Gondel? Jetzt fahren wir Gondel. Wohin fahren wir dann Gondel? Bei auf den Berg. Hier, abonniert mal und lasst ein Like da. Sind die besoffen? Halb feuert. Guck dir das an, die haben da richtig massig vor. Uli, fährst du das erste Mal Gondel? Nee. Luca, wie fand's an heute Tag? Ja. Na gut, viel besser als erwartet. Ich dachte, es regnet. Wie war's überhaupt denn? Ich liebe nasse Füße. Dennis, ja. Was machen wir denn hier heute noch? Malen. Uli, was gibt's überhaupt heute zu Abendessen? Hey Leute, natürlich sieht mein Wohnzimmer so aus. Nee, weil du hast ja nicht so schräg, sondern der Fernseher steht ja so schräg schon neben der Küche. Wird dir da das Kunst bezeichnen, was der Olaf macht? Ja. Echt? Nein. Eher. Hey, was war das? Kleinwalsertal. Luftballon. Fakt ist. Julian, ja. Wir haben Sex. Oh ja. Weiß nicht, ob das gesund ist in dem Alter. Augen zu und Hände weg vom Sex. Ja. Ist das wie ein Porno eigentlich? Weil wir filmen die ja. Du bist jetzt in einem Porno. Ja, geil. War das dein erster Porno, wo du Bilder gemacht hast? Ja. Beantworten Sie bitte die Frage. Nee. Hä? Wann fängt denn der Dienst an? Kannst du mir auch welche zaubern? Zauber dich mal weg. Nina. Im Mexican Beach. Ja. Was ist dann der Anlass dafür? Ja, wir machen heute Mexican Beach Party. Wir hatten eben fliegen Sex. Augen zu und Hände weg vom Sex. Oh, Chrissy. Das hier ist Bauerntopf. Da hat der Dennis das gerade reingemacht. Mit Wasser verdünnt. Was ist das hier? Bin das denn nicht? Du bist so ein Penner, ey. So, Matteo. Jetzt wird dir das Klo geschrubbt. Ich werde das gemacht. Ich geh nicht auf das da. Oh Gott! Komm, mach mal sauber den Schiss. Dennis, raucht deine Ananas eigentlich einen Strohhalm? Dennis, das tötet Menschen. Ah. Ich bin ein Gummibrot. Ich leg mich jetzt mal. Na, Chrissy, alles stabil in der hohen Flunder. Na klar. Uli, du hast Mariachi im Blut. Ja, total. Das, was du sagen, Matteo. Ist das Rattengift, Uli? Nein. Das ist Himbeersirup. Da haben wir leider. Du hast die Margarine vergessen. Warum die Margarine? Wo kommt da Butter rein? Hey, da. Maracuja. Margarine. 10 Zentiliter mal Margarinesaft. Eis, oh, mein Hemd. Hey, wie soll ich denn das beschreiben? Erstmal hier ein T-Rex mit Laser drehen oder Laser oder einem Laser, der aus dem Auge rauskommt. Und beritten wird dieser tolle T-Rex von einem Faultier. Was gibt's denn zu trinken? Baumwolle. Ja, lecker Schmecker. Oh. Hast du den Bergen gerade gewogen? Ja, auf Wiedersehen gesagt. Sag mal den Bergen, tschüss. Hast du jetzt Zeitung gelesen? Nö. Nee. Dann müssen wir mal in die Zeitung lesen. Die Kacke hier kickt. Komm, wir tanzen ins Haus, und dann holen alle ab. Da haben wir unsere Programmpunkte vorbereitet. Ich hoffe, ihr habt sie vorbereitet. Ja.
Das war die Celine. Hey. Ich hab's gesehen. Also, es muss jetzt jeder einzelne auf die Seite kommen, zurück davon, ohne dass das Seil berührt wird. Sucht euch irgendjemand aus, der die Führung übernimmt, dann ist es einfach. Uli. Uli. Ich nehme mich schon mal hin. Darf ich da hoch? Zwei. Vorsicht, komm! Oh. Jetzt geht sie zurück. Auf die Ohren. Zurück. Wir machen hier zurück. Zurück. Nix. Stopp. Zurück. Nein. Ja. Hier, abonniert mal und lasst ein Like da.